Wallah, du hast dich verändert. Ich krieg das nicht aus meinem Kopf raus, ne? Ohne Witz, Alter. Ah, ich dreh durch. Guten Abend. Wallah, du hast dich verändert. Wallah, du hast dich verändert. Hallo, was ist mit meinem Mikro? Hallo? So, jetzt geht. Hey, was geht? Hallo, ja, Mann. Geil, Alter. Ja, Mann, dickes Bär, Alter. Ja, Mann. Hukulu, merhaba, alaikum salam, salam alaikum, zach zach amigo, was geht, zach in der App, wunderschönen guten Tag, schönen guten Hallo und wartet nicht sonst noch alles so gibt. Sind wir hier in der Westside, boah, Junge, was ist das denn für ein, ach du heilige Scheiße, ist das ein Paint-Emote, was ist das denn, Junge, mein Gott,
كيفك يا سلامة؟ يا رمو يا سلامة. سمعت die Sperre von Umut. Oh, Umut, merhaba, willkommen zurück im Chat, Bruder, wenn du hier bist. Why, why you wurde, why? Why you wurde gebannt? Was hast du geschrieben? Umut, Bruder. Gamers, danke für den Resub im 14. Ah, Wodega. Ey, ich krieg das nicht weg, ne, Alter, ohne Witz. Ohne Witz. Das hat irgendwie so einen gewissen Flow, Mann, das gefällt mir. Komfiraptos, Dankeschön für den Resub im 25. Und Soko, Dankeschön für den Resub im 33. Du bist selbst ein Pisser, du Ärgerer. Ah, so. Und Nick, Dankeschön für den Gifted Sub an. Kakyoshiro. Ich bin Tony Amadini, Junge. Genix bist du. Erstmal Clips machen. Ach, Bruder, aber oh mein Gott. Ich halte mich ja echt aus der Szene raus, ne? Und guck eigentlich nur so Dexus und Tai und Walle und Janakan ab und zu mal so ein bisschen rein. Zum Chillen. Aber ich krieg immer wieder Sachen geschickt, Screens so, was irgendwelche Leute schreiben. Warum auch immer. Aber mittlerweile finde ich das amüsant. Da hat irgendeiner geschrieben, dass ich irgendwo durch eine Mauer geflogen bin und so eine Kacke alles, Alter. Die Leute ziehen sich Sachen aus den Finger. Das ist unglaublich. In irgendeinem Twitch-Chat. Junkie Pack will nur brettern, by the way. Ukulu! Space Pirate, Dankeschön für den Resub in 42. Also, ob es schon 3,5 Jahre sind, bald 4 Jahre Budget. Gibt's gar nicht. 3 Jahre ist maximal das höchste Grad. Ach du heilige Scheiße, Alter. Warum nimmst du mich jetzt komplett auseinander? Ich bin gerade erst da. Erstmal Duftkerze zünden. Ja, na klar. Na klar. Horribi. Hast du ein Lotto gewonnen? Ich gönn dir. Inshallah wirst du 200 Jahre alt. Und bleibst gesund. Dankeschön, Bruder, für 25 giftige Subs. Ich hoffe, dass die Leute sich auch bedanken, ne? Ich weiß nicht, das hat gestern ja schon geknallt. Und ich habe mich auch gestern schon wieder schuldig gefühlt. Weil ich das verpasst habe, weil ich so vertieft war in der DP. Also. Also, Digga. Bald also, Digga-Emote, Alter. Ich schwöre bei Gott. Also, Digga. Aber dann klaue ich das von dem, wie hieß denn der nochmal? Von Theo hieß der, ne? Der gute Mann. Da hole ich mir, glaube ich, erstmal die Erlaubnis ab. Wenn ich das mache, weil ich krieg das nicht mehr raus, Alter. Ich glaube, ich hole mir erst die Erlaubnis ab. Weil der hat das quasi so erfunden. Oh, das ist wieder das Lied von gestern, ne? Das Lied heißt Macher von Harris Heller. M-A-C-H-A. Mr. Last Palme, Dankeschön für 420 Bits. Und Unicorn Hunter, danke für den Resub im 18. Ah, so, Digga. Ich krieg das echt nicht weg, Alter. Bevor ich das Emote mache, ich mir aber erst die Erlaubnis holen, so den kleinen Segen von Theo. Ah, so, Digga. Der ist auf Twitch gesperrt, ich weiß, dass der gesperrt ist. Aber trotzdem macht man so was nicht. Das ist so, als würde jemand Nuklu-Emote machen, so. Habibi, wie geht's dir in diesem wunderschönen Abend? Mir geht's gut, ich hoffe euch auch. Ich hatte einen sehr entspannten Tag, Amana. Ich hab Nudeln gegessen. Mit Scampis? Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. War gut. Und ich hab mega Bock auf RP, Alter, ohne Witz. Ich bin so heiß, ne? Ich bin echt heiß drauf. Ich hab echt Bock. Müssen heute auch nochmal zu den Röcker gehen. Weil der Leon hat mir heute Mittag erzählt, in eine Permis, wo ich mich umgezogen hab. Hab ich mit dem Bademeister telefoniert, dass der gestern nochmal den Röcker angerufen hat und meinte, denen sagen zu müssen, ja, das ist jetzt kein Schutz oder so, was wir euch anbieten. Aber das kläre ich heute. Da gehe ich nochmal hin. Dann sage ich, dass der Fall jetzt keine Ahnung haben. Ich halte die Hand über dich, mein Kollege. Warum spoiler ich das überhaupt, Alter? Dummer Curtis. Böse. Aber ich hab Bock. Ich hab richtig Bock.
und haben sich schon eine gute Clip-Album, was sie in den Support schicken können. Ne, hier werden Clips gesammelt für den Support. Weil es gewisse Leute gibt, die sagen, wir können im EP da nichts machen, wir haben auch nicht die Kreativität, irgendwas zu regeln im EP. Oder Ideen, wir nehmen einfach Clips und gehen in die Suppenküche. Aber ist mir egal. Spoiler noch nicht, das Skript, ja genau. Schon wieder das Skript verraten, was für ein Idiot ich bin, ey. Clownel, Dankeschön für den Wies, bin 42. Bruder. Und Stempelmann, Dankeschön für 500 Bits. Vielen lieben Dank. Die Bits sind übrigens die Vorkasse für die Katze. Daraus pech die Kasse. Die Katze. Der Schutzgeld. Ich habe gestern noch das VOD zu Ende geschaut. Wallah, als du ein Schiff wieder oben standest, habe ich Pipi in den Augen gehabt, weil ich an die schöne Syndikatzeit denken musste. Als wir beim Lost waren, meinst du? Wallah, du hast dich verändert. Ich habe mir heute die Teile von Cody Byrne-Videos von Da Vinci geguckt und habe es mega gefallen, wo der Curtis so kurz wieder rauskommen wollte. Boah, das war echt schwer für mich, Alter. Als ich Cody gezockt habe. Aber irgendwann habe ich das hinbekommen. Geld muss weg, kann ich raus, positiven Husten. Ach, hat es ja gestern schon erzählt, ne? Aber das heißt doch nicht, dass du dein Geld ausgeben musst, Wallah, mein Freund. Du hast dich verändert. Kauf dir was Schönes. Und dann mach dir einen entspannten Tag mit deiner Frau oder so. Gönn dir schöne Sachen. Cody war geil. Ja, da habe ich mal ausgehört, das gesagt. Da habe ich meine Gedanken auch immer so mich gemutet und meine Gedanken erpäht von Cody. Und der hat immer rumgeraged. Durfte ich später auch nicht mehr, habe ich Ärger für bekommen. Ah, so, Digga. Gesundheit, Dankeschön für den Wisdom im dritten. Mein erster Sub, lüg nicht. Schon ein dritter. Lüge. Ich ärgere dich, geh nix. Hör auf zu lügen. Heute auch Denver am Start. Ich glaube, Denver kommt heute auch, ja. Ja, doch, ich glaube schon, der hat mir auch gerade vorhin im Teamspeak nur erzählt, der Omega Book auf der Pferd. Mit die Ropen. Wie hieß eigentlich der dicke Char, den du gespielt hast und wann kommt der endlich? Da das Big Pina, den habe ich auf Nifty gezockt. Der wird auch auf Unity auftauchen, soon. Sobald halt mal ein bisschen ruhiger wird, so im RP und ich mit Curtis nicht mehr allzu viel zu tun habe, werde ich den auspacken. Da habe ich mir schon was überlegt mit dem Mila. Die wird dann Twinkie Smalls spielen. Und ich Peanut und wir sind Geschwister. Felix, Dankeschön für den Resub im vierten. Kann einfach nicht resubben. Also, Digga, also. Hallo, Denix. Du bist eine Lügnerin. War halt nicht meine Ganzfrage, aber okay. Was? Und wann kommt dafür endlich das Maschinen-Intro? Ein Intro wird gar keinen Sinn ergeben, weil wegen DMCA-Sachen, ne? Was soll ich denn für ein Intro machen? Lo-Fi-Intro? Das könnte man machen. Wallah, du hast dich verändert. Aber ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr zur Maschine. Ich weiß, dass der nur Videos macht. Ich sehe das auf YouTube, aber das wäre ein bisschen ekelhaft, wenn ich den jetzt einfach anschreiben würde und würde den fragen, ob der mir eins macht, so, obwohl ich keinen Kontakt mehr zu ihm habe. So macht man nicht. GTA-Intros sind 2017. Hallo, ich bin der Erfinder davon. Ich war der Erste mit so einem Intro. Geil. Shapes, danke für den Resub im 25. Hab doch gestern erst gemacht. What the fuck? Frag mich nicht. Frag halt der Hase, der macht das schon. Nee, der macht das nicht. Der kann sowas nicht. Ferris kann sowas. Aber mit Ferris habe ich auch nicht mehr so viel Kontakt. Mit dem habe ich aber vor 2 Wochen nur so mal geschrieben, weil der auch auf Unity war. Aber der hat mittlerweile, glaube ich, gewechselt. WoW-Werbung, bitte mach kein Placement. Nein, Mann. Die Werbung ist, glaube ich, random. Und wenn ich ein Placement mache, nur für Raid Shadow Legends, natürlich. Das spiele ich immer noch. So nebenbei. Vor allem abends. Auf dem Handy. I was walking for the devil too long. Können wir auch nicht mehr hören. Scheiße. Hallo Master Shish. Wie geht's euch, Chat? Was machen? Bika, danke für den Mister am 20. Was machen? Was habt ihr heute gemacht? Wie geht's euch?
In Raid haben ein paar Kollegen echt viel Geld reingeballert. Kann man, muss man, aber nicht tatsächlich. Ist ein gut, ich finde, das ist ein gutes Spiel. Aber das hatten wir ja schon getalkt. Und erzählt habe ich ja auch, dass ich den Dings angeschrieben habe, ne, wegen den Vorgaben und so. Der wollte mir dann nochmal Bescheid geben. Vielleicht machen wir das. Vielleicht entscheide ich mich dazu, das einmal im Monat zu machen. Und wer Bock drauf hat zu supporten, macht da mit. Guckt sich das an. Wer nicht, der kommt abends zum RP. Jetzt einfach Nackenschmerzen, weil geschlafen wie Krüppel. Habe ich auch immer noch. Ich habe aber vorhin Nacken eingerieben und wollte reden nach Duschen, ja. Jetzt ein bisschen besser geworden. Weil ich sitze hier auch immer wie so ein Vollidiot. Anime geschaut, aber musste pausieren wegen Stream. Oha, oha. Nix, nur geschlafen. Boah, ich lag vorhin auch im Bett und dachte mir, fährst du heute Dodge, Alter? Irgendwie hast du Bock, im Auto zu bleiben. Im Bett. Und dann hab ich dann an der DP gedacht und dachte mir, nee, Mann, ich hab voll Bock. Bin extra heute Mittag online gegangen, hab mich nochmal umgezogen. Nicht mehr ganz so fancy wie gestern, aber schon schön. Hübsch. Versuch quaddeln. Was quaddeln, Junge? Was das? Was quaddeln, Junge? Auto, Bett, ach, dasselbe ist oder dasselbe. Ist doch so. Ich habe aber nicht so viel zu erzählen. Setup-Bild kommt soon. Ein, zwei Kabel noch vernünftig verlegen, dann kann ich fotografieren. Wem auch immer das interessiert. PC lübt alles, Game lübt, alles läuft, Sound läuft, alles gut. Halt die Klappe, Da Vinci, ich schwör bei Gott, ich krieg's Vegas-Ticket. Fährst du diese Woche dann wieder normal mit der Dodge? Ja. Dienstag, Mittwoch. Das ist eine Spritze, die du im Nacken bekommst, die Muskulatur lockert, damit die Sehnen und Nerven sich entspannen können. Dafür lass ich mir doch keine Spitze geben. Spitze. Bruder, das wird sich schon von alleine wieder. Mit Massage und Mustache. Hi, Happen, guten Abend. Und Mauli, danke für den Resub im 4. Stufe 3 sogar. So eine Bume. Reich, Junge. Der Mauli hat gerade dafür gesorgt, dass ich Bärenmarke Kakao trinken kann. Dankeschön, Bruder. Aber da kann man auch ein bisschen Cake Schlauch in den Chat ballern, oder nicht? Oder zumindest die Eule. Immer nur Izandria, Bucky, Alpine und so machen Eule, ja. Ich bin enttäuscht. Später vielleicht dann noch Horror. Weiß ich nicht, je nachdem, was im RP abgeht. Gestern hat mir, aber das habe ich ja fünfmal wiederholt gestern hat mir nicht so gefallen. Die Map ist cool, aber ich konnte mich da auf das Spiel nicht so einlassen gestern. Ich weiß auch nicht. Aber war eh müde. Wo das herkommt, ist noch mehr. Bist du jetzt mein Sugar Daddy, Mauli? Kann ich jetzt neben deinem Sessel sitzen und streichelst mich auf den Kopf und so? Hallo Prepper. Hallo Hustler. TP, danke schön für den Prime im 6. Merci. Wenn du willst, mein Babyboy. Ruhe. Mit einer Massagerührbesen. Was für ein Rührbesen? Meinst du dieses Gerät oder was? Wie geht's euch ein? Also mir geht's gut, Prepper. Ich hoffe dir auch. Ich habe auf Instagram so Videos gesehen. Es gibt so ein... Boah, wenn ich jetzt Massagegerät sage, was ich gerade gesagt habe, klingt das irgendwie so wie Eis.de, ne? Es rappelt im Karton, back? Junge. Es gibt so eine... Komische Massage-Ding mit so einem Ding dran und keine Ahnung, Sportler benutzen hat. Irgendwie sowas. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Mr. Monster Energy, vielen lieben Dank für den Resub im 7. auf Stufe 2. Was geht, Tokolo? Dankeschön, Bruder. Nix geht. Wir quatschen gerade und dann gehen wir gleich in die Pommes und nix und Dankeschön für 300 Bits. Dildo? Ja, das war klar, dass du daran denkst. Ja, diese Massage-Gun. Genau. Ach, der Hammer da für die Frauen. Nein. Mein Gott. Warum nennst du dich eigentlich Kokainchen? Kokain ist ein Idiot. Das ist ekelhaft. Hallo Kölsch, guten Abend. Assalamu alaikum, alaikum salam, Habibi.
Ich habe nicht so viel zu erzählen. Ich glaube, wir gingen. Oh, es ist schon halb. Ach ja, ich bin 10 Minuten später gekommen. Wir gingen gleich schon in eine Pirmes. Wallah, du hast dich verändert. Nein, hab ich nicht. Mr. Freakskiller, Dankeschön für den Wister im 4. Monat. Das erste Telefonbuch in Deutschland wurde im Volksmund das Buch den Narren genannt und hatte 187 Einträge. Das glaube ich dir nicht. Kokaninchen? Ah, so, Digga. Du nennst. Ja, aber das ist Kokainchen. Nicht Kokaninchen. Schon mal CBD geht's in Entspannung was mit? Nein. Tatsächlich noch nicht. Bacardi, Dankeschön für 100 Bits. Wenn's gut läuft, kommt morgen die Leinwand und die Maske. Ich hatte vorhin eine Idee mit Schwester Kusch beim Essen. Weil es gibt ja keine Displays, ne? Aber wir kennen ja jemanden, der auf Leinwand malt. Vielleicht kann man da was klären, so. Dass man da so 10 Aufträge im Monat, wer daran Interesse hat, weitergeben kann, ne? Dass man sich da ein Bild malen lassen kann, quasi. Mit Signatur vielleicht sogar. Wer da Bock drauf hat. Müsste man mal quatschen. Ich habe einen Goldzahn. Hallo Ländchen. Guten Abend. Aber ist direkt gekauft, 405 Stück. Auf Tassen? Nein, auf Leinwand. Airbrush-Bilder auf Leinwand. Geil, mit deinem kleinen Zeh als Bild kannst du gerne haben. Das ist kein Ding. Und der Placement? Was für ein Placement? Hä, was für ein Placement, Master Hero? Naja, bei den Bildern, da geht's nicht um Kohle. Da geht's einfach um Leute, die ein Airbrush-Bild haben wollen. So vom Charakter oder so. Mit Display geht leider nicht. Nehmen keine Shops an. Momentan. Hat die Cass schon geguckt. Bucky, Dankeschön für 100 Bits. Es gibt locker Leute, die resellen. Das wäre nicht gut. Boah, weißt du, was wir da machen, Redney? Sagen wir mal einfach, du würdest Schwester Kusch anschreiben und würdest sagen, ich möchte ein Bild haben. Dann schreiben wir einfach hinten auf das Bild dein Dingsname drauf. Dein Nickname. Dein Twitch-Name. Oder wir malen das vorne aufs Bild drauf. Was will denn der, zum Beispiel der Bucky mit einem Bild, wo Redney draufsteht? Bin ich schlau, Alter. Dann bringt das nichts zu resellen. Wer will denn so ein Bild haben? Ha. Es buttert. Dankeschön für den Restart im 6. Bruder. Ah, so, Digga. Einfach übermalen. Das sieht ja kacke aus, Junge. IQ5-Taktik, aber sowas von. Ich will das Bild von deinem C, das kommt in meine Sammlung. Da habe ich auch den Fuß von Mr. Jackson. Name als Wasserzeichen, ja eben. Das lässt sich alles organisieren. Dann glaube ich nicht, dass das irgendeine Reset. Ja, der Beat ist so geil. Ich mache gerade Handstand und Bruce Lee-Übungen. Was ist denn eigentlich heute Sonntag, ne? Einen Tag noch, dann habe ich wieder Urlaub. Geil. Und nächsten Monat kommt Cyberpunk. Dafür habe ich die 30 abgeblecht. Gutes Investment. Für was? Heute ist Geiselnahme Sonntag. Nee. Gibt keine Geiselnahme mehr. Zumindest nicht für mich. Haben wir gestern gut Meter gemacht, dass die alle Hops nehmen wollen, ja nicht verlieren, Kappa. Aber meinst du? Ich habe gestern bei Dexus Meter gemacht. Ich weiß, was die vorhaben. Und ich freue mich drauf. Cyberpunk wird safe wieder verschoben, meinst du? Ich hätte gern ein Bild, wo du einen geilen Sucuk-Wurst beißt, direkt übers Bett hängen. Zimmer, Willi. Was für eine Grafikkarte kaufst du dir denn? Rainomil. Ich wurde noch nie hops genommen bei einer Geiselnahme.
Ich habe auch Bock auf Cyberpunk. Obwohl ich nicht so der Singleplayer-Typ bin, aber ich guck mir das auf jeden Fall an. Das sah schon echt fett aus. Hast du dir die Collector's Edition von Cyberpunk geholt? Nein, ich habe mir das noch gar nicht geholt, obwohl ich mir eine Notiz gemacht habe. Ich habe Bock auf PS5, aber die Dills liefern ja nicht. Ist die ausverkauft überall? Hallo, warum wird hier gestreamt, bevor ich zu Hause bin? Oma, du weißt, 19 Uhr. Du weißt. Da musst du deinen Rollator ein bisschen tunen, damit du eher zu Hause bist. Selber schuld. Selber schuld. Kannst du auch ein Bild machen, wo du Milas schwarzen Zeh anlüllst? Ich verstehe halt nicht, warum das so ein Hype ist. Weil die, die das Spiel gemacht haben, auch Dings gemacht haben, ne? Skyrim? Oder welches Spiel haben die gemacht? Dieses Entwicklerstudio? Hallo Schmili. Schmiley. Und das ist ja Witcher 3, genau. Und das ist ja endkrass. Also das soll endkrass sein. Muss aber Kekse schnurren, Advent und so weiter. Oma, wo sind meine Kekse? Ich habe meine gestern Abend alle aufgegessen. Wenig provokant, aber mit dem Gangster drauf in einem Zettel oder Buch, alles Wikipedia-Gangster würde ich feiern. Also, Digga, also. Bist du genug, bekommst kein Hallo. Nee, ich zock nicht an der Konsole. Ich will auch Kekse, Mann. Bitte. Bitte. Frohen ersten Advent übrigens. Habt ihr alle eine Kerze an? Klar habe ich gestern welche gefressen, aber die sind weg. Lucy stinkt. Lucy, was ist eigentlich mal mit Tier-IP of Unity? Wolltest du da nicht zocken? Ich habe letztes Mal noch dran gedacht. Wolltest du nicht eine Katze spielen? Findest du Scum-IP? Existiert das überhaupt noch? Ist das nicht in der Versenkung verschwunden? Du musst deine Schwester fragen, ob sie dir trotz allem noch Kekse macht. Die macht bestimmt noch Kekse. Ja, ich weiß, aber weiß nicht, so ganz alleine ist weird. Wollte ja damals mit Cherry, aber Cherry zockt ja gar nicht momentan. Die hat zu viel Arbeit und so. Hä, warum alleine? Kommst du mit der Katze im Park so auf Metabasis? Kannst Milas Katze sein. Ja, zünd du uns auch mal eine Kerze, fix bevor es reingeht. Mach ich gleich, mach ich gleich. Mr. Schnapper Brandon, Dankeschön für den Prime Sub am 38. Bruder. Ich hab die Kekse gestern zur Seite gelegt. Ich hab die nach dem Stream gegessen. Nach dem Stream. Da waren aber auch nicht mehr so viele drin. Ich glaube so 5 Stück noch. Die habe ich schnell eingeatmet dann. Danke für den Gift-Sub, Robi. Ich weiß nicht, von wem du den bekommen hast. 35? Ne, so viele waren da nicht drin. Liebe dich, Bruder, lüg nicht. Beweis. Fuck deine Moderation-Settings. Warum? Er will's posten. Hier werden keine Links gepostet, Junge. Mädchen, sorry. Ja, dann mach Bugstream. Bist du des Wahnsinns? Kann ich nicht. Ich kann nicht backen. Hab das mit Phasmo gestern verpasst, war das geil, ging viele Duften. Ach nee, war nicht so gut. Map ist schön, hab ich gerade ja schon gesagt. Aber gestern war kacke. Erste Runde bin ich instant gestorben, zweite Runde war der Geist mega lame. Da bin ich pennen gegangen. Mr. Dice, danke schön für den Prime Sub im 4. Fertigen Keksteig in Toaster. Es geht ab First Blood. Nee, weil man Mila nicht schreiben darf. Zu Recht. Das ist mir jetzt zu viel rumgesimpelt. Ekling. Hi, Philipp, hi. Zwinker-Smiley. Hi. Hi. Hehehe.
nix, Luke, ne? Zwinker Smiley, hi. He he. Was hältst du davon, Pokémon unter Yu-Gi-Oh! Zu streamen? Hätte ich nicht viel von. Da tut meiner Brieftasche dann wieder weh, wenn ich mit Pokémon anfange und dann den Shop entdecke. Boah, hab ich damals bei diesem Drecks-Pokémon-Spiel reingecasht, Alter. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ne? Nur um dieses verkackte Dragoran abzudaten, da, Alter. Oh mein Gott. Warte immer noch auf Hilf mir Reactions, die machen wir Privatbomber. Das werde ich niemals in meinem ganzen Leben im Stream zeigen, Alter. Verpiss dich. Hallo Blue Frog. Und hallo Smitty. Ja, das Dragoran und alle haben donated, wie blöd die haben. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, hab mich so ekelhaft gefühlt danach. Ich glaube, das waren 400 Euro oder so, Alter. Und da habe ich mein Leben erstmal überdenken müssen. Was habe ich da gemacht? Ja, ich mache Duftkerze an, danach gehen wir in den Pimmes. Nö. Oma, warum machst du mir denn keine Kekse? Ich dachte, du hast mich lieb. HDGDL und so. Schickst mir jede Woche bei Knutz eine Rose und wir haben Herz getauscht. Freundschaftsarmbänder, alles, Alter. Krieg nicht mal Kekse von dir. Bin schwer enttäuscht. Nee, Bruder, wenn du Pokémon gucken willst, dann musst du Cooper gucken, weil der Cooper spielt das ganz oft. Weiß gar nicht, was der momentan macht. Ich glaube, der ist auch im WoW-Fieber. Knuddelsrose, hallo? Coole Kids sind heute noch bei Knuddels und chatten da rein. Ist ja ganz klar. Und kaufen Smiley-Pakete und so ein Quatsch. Wo ist der Jason? Ist Jason am Chat? Der Jason hat seine Miete mit Knuddels-Dinger bezahlt, Alter. Da, der Jason kennt sich aus mit dem Knuddels-Chat. Der hat da richtig Plan von. Der ist da der Obersystemadministrator. Knuddels, bisschen gern mit Dice und so. Der Knuddels-Boss, ja, Mann. Flashlight ist Knuddels-Boss. Der hat da die Chicks am Start, Junge. Alles klar, lass alle treffen bei Knuddels. Junge, ich war damals bei Knuddels, ne? So mit 13, so 14. Warum eigentlich kein Wuff? Ach so, was ist ein Wuff, Junge? WoW, dachte, du willst Schattenland unsicher machen. Ja, aber WoW war nur so ein Sidekick von mir, aber hab ich keinen Bock drauf gehabt dann. Ist eh langweilig. Wer guckt sich einen WoW-Streams an? Wo Dailies gemacht werden und so. Oder gelevelt. Was bei Knuddels treffen, mollige Channel. Da bist du da bestimmt Channel-Moderator. Der Jason weiß alles. Gib mal einen Nicknamen, schick den Rose Knuddel, hau ab, Junge. Geh weg. Geh nix. Hab keinen Nick. Ich bin James, oder wie der heißt. Mein Onkel. Ich mach den Teig und so weiter, dann holst du dir von Dexus Plätzchen. Nix gibt Ärgerer. Ich bin kein Ärgerer. Ich wollte dir gerade eine Schale Pommes geben, Oma, ne? Aber wenn du so frech bist, kriegst du auf den Dritten gehauen. Ganz einfach. Sehe ich eh nicht, wie feiere ich nicht mehr so. Immer das Gleiche ohne und ohne Ende Zeitgefresse. Das Spiel an sich ist nicht schlecht, aber ich finde das schlecht zum Stream, weil das langweilig ist. Du kannst da keine Welle machen. Du kannst da keinen. Weiß nicht. Also für mich ist das nichts zum Stream. Wenn man mal wirklich nichts zu tun hat, dann unbedingt zocken will, dann würde ich da trotzdem streamen. Aber nicht zu Unterhaltungszwecken, sondern einfach als Lückenfüller. Hallo Wizard. Hallo Brandy. Macht nix, kaufe ich neue. Geh nix, machst du, Oma. Geh nix. Bomfer kommt seit Pommes. Die fahren nämlich wieder schon wieder alle über den Rasen. Bomfer ist Sam bei Matratzensport-Channel. Könntest lass mal Minecraft zocken. Mit dir spiele ich geh nix. Geh du mal lieber wieder mit Jeff Animes gucken. Mach mal 12 Stunden Daisy-Stream mit Edel. Ja, das wird chillig. Einfach in der Ecke stehen. Der wird mich eh nicht finden. Ich auf Unity? Ja, Jason, komm auf Unity. Lebt der Jeff noch? Keine Ahnung. Ich habe nichts mehr mit dem zu tun. Hallo Kingtronics, mein Süßer. Küssi. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen, aber du kannst es nicht.
Ich hab nichts mehr mit dir zu tun, Lucy, hör mir nur zu. Außerdem weiß ich gar nicht, wie du meinst. Bin schon in der Bettpommes. Wie findest du die Idee Cody of Unity? Gegen den Charakter Cody habe ich nichts, aber ich habe was gegen die Cops. Ich gebe mir dieses Akten-RP-Scheiß nicht, ehrlich nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Absolut nicht. Ich werde mich da nicht eine Stunde hinstellen und eine Akte schreiben. Auf gar keinen Fall. Ich kann alles was ab. Trau dich doch, trau nicht. Du FIFA-Süchtigen. Was geht ab, Biohazard? Du bist selbst eine Flitzpiepe. Ach, der Tony! Und Tony, wie ist du, wie Adon? Ist schon gut? Bist schon weit? Ja, das ist schon. Die machen schon richtig Akten-RP, Alter. Belastend. Dude? Wie viel Zeit hast du schon rein investiert? Machst du wie Dexus Cop Paycheck und nur rumcringen? Der cringe doch gar nichts. Der macht doch gar keinen Cringe. Ich guck immer da rein, ja, und sag, wann kommt Cringe, der sagt bald. Ah, der Tony. Tony hängt schon auf der Insel. Halskette neu leveln. Macht der gar nicht, Oma. Mit wem cringe denn der? Der macht Cringe mit Fischer. Der reibt den alten Sack ein. Glaubst du nicht wirklich, dass die Mila eine Akte schreibt? Ey, nix gegen FIFA. Ich sag auch nix gegen FIFA. Aber ich sag, dass wenn der Jute King Tornix da 15.000 Euro jeden Monat reinsteckt, damit er dann Glitzerkarten bekommt von Ronaldinho, da sag ich was gegen. Kann die schreiben? Ja, mit Wasserfarben, glaub schon. Ab in den Pimmers, die Rückers warten. Hör mal, ist das Meter hier? Ich geh gleich in den Pimmers. Ich mach hier meine Duftkerze noch weg. Wallah, ohne Akten wird das RP von den Cops aber mega auseinandergenommen von den Gangstern heute. Ich sag ja nur, dass das Akten-RP, wie das da aufgebaut ist, mir nicht gefällt. Die haben nicht so ein System wie Ultimate damals. Wie der Roman gebaut hat. Ich glaube sogar, dass die das über Google Docs machen, irgendwie so. Aber ich habe keinen Bock darauf. Joker, Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen, Bruder. Wo ist die Hutut-Eule? Roman! Boah, mit dem habe ich auch leider keinen Kontakt mehr, aber mit dem Sky habe ich Kontakt noch. Mit dem Sky, wir werden auch auf jeden Fall Diablo zocken. Das Neue, wenn das irgendwann kommen sollte. Na, hübscher, na, süßer, oft hier. Zweite Kerze an, ist doch erst der erste Advent. Wie, echt jetzt? Bist du sicher? Der Justizkalender ist bestimmt immer noch in der Entwicklung. Ne, ich glaube, der wird fertig gemacht, aber das weiß ich nicht. Diablo 4 habe ich so Angst, dass ich es komplett verkacken. Gibt das schon Gameplay, sieht richtig gut aus. Wird so wieder ein bisschen düster raus. Boah, hab ich da Bock drauf, ne? Oh mein Gott. Ich weiß aber auch nicht, ob das was ist, was man streamen kann. Ja, obwohl, das ist ja ein freshes, neues Game, da kann man den Hype mitnehmen. Ja, Emin, so hatten wir das auf Alternate. Man könnte dann mit Dropdown-Menü direkt eine Akte anfertigen, so mit den Verstößen. Dann hat man einen kleinen, kurzen Text dazu geschrieben, konnte die Leute, die daran beteiligt waren, dazu adden, so. Man hat eine Akte für einen Fall gemacht, so. War halt mega gut gemacht. Diablo und neu, ah ja. Keine Ahnung, was du jetzt willst, aber du verstehst schon, was ich meine. Neues Diablo-Spiel halt. Wird sowieso alles gehypt. Was geht ab, Sneaky? Was geht, Tempest Nix? Wie geht's in der Permis? Und Pixelboom, hallo. Boah, dieses Aso, Digga, triggert ja mich ja richtig. Ja, mich auch. Das ist irgendwie mein Vokabular ganz, ganz tief verpflanzt jetzt. Und ich kann nicht aufhören damit. Ist wie so eine Sucht. Was geht, Orkan? Hast du immer noch normale Kippe oder hast du E-Zigarette? Gut, ich rauch gar nicht. Zigaretten sind scheiße.
fang gleich an zu rauchen. Bei mir ist alles fit. Ging. Das sind Duftkerzen, genau. Hallo. Aromatherapiekerzen sind das. Wallah, du hast dich verändert. Was macht eigentlich der Teamspeak? Das ist welcher Teamspeak? Meiner? Da, wo wir draufhängen? Nix. Der chillt. Was für Bong, Digga, in den Eimer. Ruhe. Ja, ja, bei mir auch, Sneaky, bei mir auch. Absolut Fichte, danke für den Restart im dritten. Drei Monate. Und Nippler, danke für den Prime, auch im dritten. Okulu, abs. Du veränderst dich zu oft in letzter Zeit. Was verändere ich mich, Junge? Nur weil der das sagt, die Stimme in meinem Kopf. Geh nix, mach ich. Hm. Ja, ich wollte, ne, wir bauen den Teamspeak, den wir jetzt haben, einfach wieder um und machen den auf für die Leute, die zugucken überall. Damit wir dann wieder so coole Teamspeak-Konversationen führen können. Mit einem bisschen Hibiki Harmony und so. Vor allem zum Super Bowl. Rein theoretisch könnte ich mich auch bei Teamspeak bewerben für einen Community-Server. Ne? Dann kriege ich sogar so ein schönes Dings-Badge. Vielleicht nehme ich das am Dienstag mal in Anspruch. So offizieller Teams. Boah, sehe ich gut aus, Alter. Ach, du Zeide. Ruhe.